Lass mich! Zwing mich nicht, jetzt auch noch Sport zu machen. Ohne Scheiß. Markus, lass es einfach. Mal gucken, wem die Pumpe zuerst ausgeht. Scheiße, Mann. Warte. Oh. Scheiße. Nein. Scheiße. Nein. 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 Nein, geh weg, bitte. Markus, lass mich. Nein, lass mich. Markus. So. Gut, jetzt hast du zumindest ein Lächeln auf dem Gesicht. Jetzt können wir runter. Gott, ich hasse dich so sehr. Oh Scheiße, wie bin ich hochgekommen? Da unten wird's nur immer höher. Na toll. Oh! Kick me. So, und auf das Duo zurückzukommen. Wir haben vorher Rust RP immer zusammen gemacht, aber jetzt machen unterschiedliche Streams quasi unterschiedlich. Guck mal, jetzt hast du zumindest ein Lächeln auf dem Gesicht. Mhm. Und sie ist wütend. Ich weiß nicht. Ja, das ist. Ja, ja, Max. Ich hab sie zum Sport getrieben. Guck mal, der kennt mich schon. Du, sie mag keinen Nachtsport. Nee. Vor allem nicht im Bikini. Ich muss mir meinen Kommentar verkneifen. Mit Absicht so formuliert. Oh, jetzt habe ich ihn auch verstanden. Oh Gott. Gut, das nennt man eigentlich auch anders, aber egal. Ja, jetzt habe ich ihn auch verstanden. Ist das ja. War das so eine lange Leitung, oder was? Mhm, ja. Tatsächlich, ja. Ach, tatsächlich? Mhm, ja. Tatsächlich, ja. Jetzt nichts gesagt, hätte sie gar nichts gemerkt. Schön, wenn ich euch amüsiere. Ah, du hast selber gerade einen Schmunzeln auf dem Gesicht. Nein, hab ich nicht. Na, vielleicht ein bisschen. Dann will ich nochmal kitzeln. Nein. Dann hast du auf jeden Fall einen. Nein. Okay, ich halte fest. Nein, komm, nein. Komm, ich halte, nein, es wird nein. Es wird nicht festgehalten. Ey, du kommst mit deinem Es wird nicht. Nein. Oh mein Gott. Nein. Ich speichere ab. Ich fange sie einfach mal, wenn sie herkommt. Warum? Nein, warum? So. Nein, warum? Abse. Darum, Abse. Darum. Aber. So, darum, guck mal. Moment, hör auf. Markus, hör auf. Darum. Nee. Ich halte dich doch nur fest. Jetzt fange ich dich an auch zu kitzeln. So, reicht erstmal. Sorry. So. Komm hoch, Madame. Toll. Hopp, gib's Foto. Danke. Papa, gib Flosse. Gib Flosse. Ja, das mag es manchmal denken, ich bin sein kleines Schoßhündchen, ist schon okay, ja. Oh, wow, verstehe ich. Ey. Die Pfote, das ist ja Wahnsinn. Soll ich vielleicht noch sitzen machen, Markus? Mach Platz. Also, oder Männchen bin, oder so. Ich bin dafür, dass er dafür eine Ohrfeige kassiert hat, verdient hat, ne? Ach, nicht nur dafür, Dominik, nicht nur dafür, das staut sich so langsam auf, weißt du? Naja, dann einmal dann richtig und dann hat er es wieder. Nein. Einen Nackenklatscher wolltest du mir heute Morgen nicht geben. Ich hab's aber gemacht. Ja, mit Zurückhaltung. Ja, sehr viel Zurückhaltung. Zurückhaltung, was ist das? Geburt. Finde ich gut, du bist mein Mann. Was für Zurückhaltung. Na, guck mal, da sind wir wieder beim Thema. Sehr gut. Oh, wow. Wow. Ich hab noch Alkohol, ne? Also. Ich wollte gerade sagen, erstmal Alkohol und danach kaufen wir uns zwei Ringe. Ich kann euch gerne trauen, wenn ihr wollt, ja. Müssen wir Wayne ich glaube nicht, anrufen. Du bist keine Standesbeamte. Ach, das geht schon. Müssen wir Miss nee. Wayne holen. Ja, und die haben sie ist wahrscheinlich noch da. Sie ja, das glaube ich auch. Ja, die ist nachtaktiv. Ah, ist gleich rum. Nein. Harry, lass es. Ansonsten kitzeln wir dich nochmal. Oh nein, bitte nicht. Und zwar am Telefon, so dass du dann ihr ein ganzes Ohr voll lachst. Tote Stille. Oh, jetzt geht's los. Jetzt hat sie die Arme in der Hüfte, jetzt ist hier Ende im Gelände. Jetzt ist vorbei. Links ein Colt, rechts ein Pumpgun. Mhm. Und auf dem Rücken noch ein MP. Sagst du nee, ein 50mm Granatwerfer. Die Frage ist, wo ich das alles verstecke. Naja, ich kenne ein paar Leute, die stecken sich in Basie in Arsch und holen den dann irgendwo raus. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, Markus, okay. Warum? Was denn? Warum? Was kennst du für Leute? Du, das willst du nicht wissen. Ich wollte gerade sagen, das willst du nicht wissen. Und die wirst stell keine Frage, auf die du keine kennen. Antwort haben willst. Okay, ich nehm's zurück. Ich glaube, ich hab dein Auto gehört. Ich komme gleich wieder. Naja, das habe ich auch gehört. Ja, ich habe auch ein Auto gehört.
Komm, wir begleiten ihn mal. Und hat da jemand Kopfkino vom Arsch, Basie? Ich weiß nicht, frag doch, aber liegt doch. Oh Mann. Oh. Auch schick, auch schick. Hallo. Hey. Hallo, bonjour. So, ah. Jetzt stell dich einmal vor, das ist Valerie. Harriet. Das ist Markus. Beim ersten Mal. Beide Mitarbeiter. Die Trauzeugin von gestern? Ja, richtig, ja, genau. Ah, und die Partyfrau von gestern, okay. Das ist Caroline, eine meiner Mitarbeiter. So würde ich das nicht sagen, Caroline. Eher tanzbegeistert. Ja, in der Grube. Oui, genau. Grube war echt cool. Wenn du willst, kannst du dich drin umziehen, wenn du ein Bikini brauchst oder sowas. Kannst du da mal hier fragen, vielleicht hat er noch irgendeinen Kofferraum. Ich bin eine Frau, wir leben in einem sonnigen Staat. Ich habe immer einen Bikini bei Dominik. Ja. Okay, der war das Beste von meinen 90. Ich hab noch zwei oder drei im Auto. Cool. Ja, mach das. Tür ist offen. Okay, wieso hast du so viele Bikinis im Auto? Weil Leonora ihr Zeug mitgenommen hat. Und die kann sich leider genauso wenig entscheiden wie du, was sie anzieht. Hä? Wieso? Ja, sie kann sich genauso... Du kannst dich nicht entscheiden, sie kann sich nicht entscheiden, was sie anzieht. Aber das, ja... Beides ungefähr gleich. Also, ich will nicht anfangen. Aber meine Schwester hat 6 Kleiderschränke. Ja, ich weiß, die hat unten 2 Palettchen Partner im Umzugswagen. Ja. Und so wie ich gehört habe, hat John, okay, als sie von da hinten nach da irgendwo gezogen sind, einfach Trainees missbraucht. Ja, hat auch. Ja, einer davon war ich, das war kein Trainee mehr, aber ja. Mich und Carsten. Tut mir leid. Mhm. Ich weiß, wir haben. Er rief einfach nur an und fragte: Harriet, bist du schon im Dienst? Ich meinte, nee, ich geh gerade durch die Tür Richtung Spind. Und, ach so, ja. Dann bringen wir jemanden mit, der auch nicht im Dienst ist und dann machen wir was Schönes. Mhm, klar. Ihr hat euch dafür nicht mehr bezahlen lassen? Nein. Oh, wow. Und dann haben wir Kisten geschleppt. Wo gibt's denn die Bikinis? Ja, ich bin froh, dass ich da nichts zu tun hatte. Möchtest du was trinken, Caroline? Ah, nur gerade nicht, danke. Das ist einfach nur Unterwäsche, oder was? Noch ein paar Fiese um die Ecke, Schieber. Ich hab, glaube ich, drin im Kühlschrank ist noch ein Baiju und ein bisschen Sake. No. Kannst du mich. No, damit kannst du mich erstmal jagen. Ich hab zu Hause noch eine halbe Flasche Baiju stehen. Ich weiß nicht, ich glaube, Mr. Kim hat mir die gestern irgendwann in die Hand gedrückt. So, der kommt ganz weit von hinten. Der schleicht sich ganz langsam an. Hast du noch Vorschlaghammer? Was? Vorschlaghammer? Ich hab noch so einen Moonshine, wenn du das als Vorschlaghammer bezeichnen willst. Nee, das ist ein richtiger Vorschlaghammer, heißt so das Getränk zumindest. Ach so, nee. Ich hab noch Champagner, Whisky, Brandy und ein paar Bier. Ich hatte vielleicht gestern nicht Champagner, Sake und Baiju durcheinander trinken sollen. Ja gut, ich war gestern verwundernsweise sehr nüchtern. Und das war ich auch, weil ich meine Grenzen kenne und nicht als Wasserleiche enden wollte. Umungus, vielen Dank für dein Follow, dankeschön. Und hallo Chip, es tut mir leid, dass ich zweimal weggedrückt habe, aber wenn du wüsstest, was passiert ist, wüsstest du, warum ich dich weggedrückt habe zweimal. Merkt man das nicht so. Ja, der Shepard. Du hast im ganz falschen Moment angerufen. Das stimmt. Ja. Aber nee, ich hatte gestern einfach nicht Partylaune dazu. Ganz falsch. Ja, das ist verständlich. Und wie war es in der Hoko Lounge? Oh, sagen wir so. Barry war der Meinung, jemanden auszubuhen, der mutig genug war, Karaoke zu machen. Wow, es war das eventuell ist jemand, der eine gute anhatte. Und eventuell haben die sich danach geprügelt und Barry hat verloren und dann tauchten auf einmal ganz viele Rocker auf. Das war in der Hooker Lounge. Ernsthaft? Und dann haben. Wie? Barry hat jemanden ausgebuht? Der hat das genutzt. Oh nein, sie meint Bobby Barry Banks, oder? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe hab nur gesehen, dass das alle Dings anhatten. Mit es ist nichts passiert, so außer dass. Das war zu weit weg. Ich habe nur gesehen, dass die Lederkutte anhatten. Okay. Und die beiden haben das unter sich geklärt. Barry hat verloren, aber danach war auf alle Fälle die Hooker Lounge voll mit Rockern. Ja, hoffentlich haben die gut Trinkgeld gegeben. Oh, ja, irgendjemand nicht. Auf alle Fälle hat eine große Runde gegeben. Ich weiß nicht, wer es war.
Ich meine, sie hatten zumindest so viel Anstand, dass sie von dem Gelände runtergegangen sind und das nicht in der Menge gemacht haben. Immerhin. Ja, auch aber ich verstehe immer noch nicht. Dann sind es die Angels, die Lost hätten draufgehauen. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sich bis zur Bewusstlosigkeit prügeln muss. Die kennen nichts anderes. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Zeichen für Respekt. Ich merke das schon. Weiß ich nicht. Halte ich nicht so viel von. Generell Gewalt oder generell Schlägereien? Na, ich habe Temperament. Manchmal habe ich auch schon mal eine Ohrfeige verteilt, aber dieses bewusstlos prügeln, verstehe ich nicht. Eine Ohrfeige? Die kam aber von ganz weit hinten. Ja. Kann ich mir vorstellen, wie sie ausgeholt hat und dann man hat auch den Abdruck im Gesicht gesehen. Ja, das hat man aber vor den Dingen mache ich das mit der Rückhand. Ach, albanisch. Ach du Scheiße, so eine Schelle ist das. Wie, natürlich. So eine Zuhälterschelle. Autsch. Pardon? Wow. Mehr Arbeit für mich. Das nennt man leider so, es tut mir leid. Hat aber ich wirklich recht. Ich nenne das eher eine französische Schelle, aber okay. Ich kenne das nur als Zuhälterschelle, tut mir leid. Ich kenne es als albanisch, Zuhälter. Wie hieß sie gleich noch? Echt? Ja. Hoffentlich hast du dabei keine Ringe getragen. Oh, ich trage sehr den Ringe tatsächlich. Ah, fuck, apropos Ring. Hm? Ich muss mir noch Ring kaufen. Ja, Madame hat ihren schon. Der sind, glaube ich, nicht so teuer. 20. Was? Nee, die Ehren sind billiger. Madame hat von mir einen Diamantring bekommen. Wenn du dir das leisten kannst, so gern. Eigentlich nicht, aber man lebt nur einmal. Das ist wahr. Und ich verdiene leider nicht so gut. Würden behaupten, man lebt eigentlich jeden Tag, aber... Ja. Hamburger Schelle habe ich vorhin gemacht. Ja, ich soll dir eine Nackenschelle machen bei Marcus. Ein größeres Haus vielleicht. Nee, das Haus bleibt. Oh, ich kenne eine gute Immobilienfirma. Ich habe bei der Immobilienfirma schon echt? Das Haus gekauft. Erstaunlich. Echt, wo warst du denn nochmal? Ach stimmt, ja. Ja, der Pio. Nee, Vespucci. Ja, ich bin Kanäle. Vielleicht wird's ja noch irgendwann mal ein Haus in den Hills, ne? Nee, so viel kann ich in meinem Leben nicht verdienen. Ach, sag das nicht. Das hab ich auch mal behauptet und dann hab ich heute auf mein Konto geschaut. Als Mediziner verdienst du nichts. Yep. Ich glaube, das weiß Caroline ziemlich gut. Hui. Ich habe 10 Jahre in der Medizin gearbeitet. Mein Beileid. Ich wollte gerade sagen, mein Beileid. Merci. Dann ist sie ganz durch einen Riesenzufall als Immobilienmaklerin eingestellt worden. Ja. Ja, eigentlich wollte ich nur eine Wohnung haben. Ja, guck mal, ich wollte eigentlich auch noch einen Praktikum. Job. Sag mal, Dominik, suchst du noch Arbeiter? Aktuell nicht, nein. Okay, meldest dich, wenn du... Nee, lass mal. Also, wenn ich dir sage, was du verdienen kannst, ich glaube, dann überlegst du dir das nochmal ganz schnell. Oh Gott, sag's bitte nicht. Echt? Ich weiß, wie viel nicht. Das Haus von Nami kostet. Dominik, hast du mitbekommen? Ich habe heute das erste Haus verkauft. Ganz alleine. Ja, habe ich gesehen. Sehr schön. Wie, was macht ihr da? Ja, ins Bett geht offensichtlich. Ich weiß, wie viel Namis Haus kostet. Ich will's nicht wissen. Alles wäre aus dem Ende. Nein, das ist doch nur Spaß. Bist du dir sicher, dass du das nicht wissen willst? Nein, weil danach gehe ich heulen. Ja, glaub auch. Also ich kann dir sagen, ich verdiene in 10 Stunden die Kaufmiete für mein Haus. Und die ist nicht groß. Okay. Ich weiß, das kommt nicht gerade, was du 7,5. 10 Stunden? Ja. 7,6 kriege ich dabei. Ja, ich muss auch eine Dreiviertelstunde arbeiten, um mein Hotelzimmer abzubezahlen jede Nacht. Ja. Warum stehen wir eigentlich nicht immer noch auf der Auffahrt? Ich frage nur. Hier ist schön warm. Was? Mein Pool ist beheizt. Da ist es nass und feucht. Wow. Feuchtgebiete, du weißt schon.
Ja, ich hätte jetzt ja gesagt, dass du nass und feucht nicht gewohnt bist, ne? Leider schon. Okay. Ja, das, damit du schon mal das Niveau kennst. Das, ja. Du kommst hier auch rein, hallo? Du kannst dich hier nicht verstecken jetzt. Ich kann mir das auch einfach ganz entspannt angucken. Ich kann mir das auch ganz entspannt angucken. Warum? Und, komm, warum? Captain, das Nemo singt. Warum nicht? Das ist ja eine andere Frage. Und du musst nicht flüstern, Harriet. Ich hab dich geflüstert. Irgendwie schon. Nee. Dann war es das Wasser, was mir, naja. Ja, wahrscheinlich hast du nur Wasser im Ohr, richtig. Nicht nur im Ohr, aber ja. Dieses Rumgezuckel hier in die Pool, das geht halt einfach gar nicht. Alter! Dieses Rumgezuckeln macht mich wahnsinnig. Ich drücke mal die falsche Taste. Die 0 ist es, nicht die 1. Ah. Du Schnuggele. Wie macht man die an? Wo hast du ein Bier stehen? Warte. Ach, das ist Max. Also. Du meinst Ingame, Max. Ich war verwirrt. Ich nehme mal eins raus. Jo. Perfekt. Das habe ich seit Ewigkeiten. Könnte Musik machen. Ich weiß nicht, bist du. Wenn jetzt gleich 4 für 2 kommt, hörst du gleich eine heulen. Wenn jetzt was? Wenn gleich Regan und Partner Song kommt, hörst du gleich eine heulen. Nee. Ich benutze eigentlich immer nur den Laufwerk. Ach, du meinst Marcus. Ah, du meinst Marcus. Ich höre zwar gerne Hip-Hop und sowas, aber. Gar nicht mein Fall Hip-Hop. Das mag es. Bin ich ganz ehrlich. Genau, mag es. Ja, stimmt, klingt ein bisschen wie Max. Ach ja. Kann man es nicht mehr. Lassen wir uns mal alle hin. Jawohl, Chef. Jo. Ich hab offensichtlich einen neuen Chef gefunden jetzt. Opa. Alter, wieso sagt mir aber jeder, was ich machen muss? Oh Mann. Aber gestern war eine lustige Nacht. Ich habe gestern, 4,5 Flaschen Whisky, im Kühlschrank umgeschmissen. Ja, jetzt wo du das sagst, klingt das auch sehr ähnlich. Du hast absolut recht, Nico. Ja. Also ich war ja auch so verwirrt, wie du meinst. Ich wollte meine Taschen ausleeren im Kühlschrank. Ja. Auf einmal habe ich 4,5 Flaschen weggeschmissen. Umgekippt. Tja, das ist schlecht. Ich will's, Ben. Jetzt habe ich nur noch Whisky-Cola zu Hause. Das ist aber auch ordentlich. Der Shepard, also dafür, dass der lang gemacht worden ist, hämmert er stärker als ein Whisky. Da hat der, der Barkeeper wohl gute Sachen gemacht. Ja. So, möchte von einer euch noch was zu trinken? Nee, bitte nicht. Dieser um die Ecke Schieber. Den, da müsste ich nochmal reinvergehen. Nee, okay, dann. Das nächsthöchstprozentige, was du hast. Glas Whisky, ein Brandy, ein Moonshine. Ich nehme Brandy, den hatte ich noch nicht gesoffen. Und Moonshine ist nicht mein Fall, leider. Den kann Sherry andrehen. Den Moonshine? Ja, ja. Die hat gestern ein oder zwei davon getrunken. Ein, ich habe noch zwei im Kleid gefunden. Dein Panzerkleid, Alter. Mhm, das hat richtig geklippert heute. Caroline, tu noch was? Caroline, ich bin einfach. Oh, Scheiße. Heute schmeckt den selbstgebrannten raus. Ich habe gesagt, heute gerne einen Alkohol nach gestern. Wie kein Konteralkohol? Wie gesagt, ich kenne meine Grenzen. Oh. Nur ich war heute Grenzen Morgen da, schön um überschritten zu werden. Warum werden wir ständig? Nachher ende abgestellt. Ich dann doch noch als Wasserleiche. Nee, du bist ja gerade nicht im Wasser. Der Brandy ist übel. Naja, dann dorkel ich, dann stolper ich und zack, bin ich im Wasser. Ja, dann fische ich dich da raus. Da? Boah. Das ist der übrigens, der ist der selbstgebrannt von Lonnie, ne? Ja, ich hab's auf dem Etikett gesehen. Das ist kein Firmen-Etikett, das ist nur handgemacht. Ja. Holy shit. Aber der zimmert schon nicht schlecht rein.
Problem ist, ich werde auch halt richtig müde, dann werde ich halt so still, weißt du? Ich meine, das passt jetzt gerade zur Situation, dass Harriet wieder so ein bisschen in sich kehrt. Und sich über schon Gedanken macht, aber halt es versucht nicht mehr so nach außen zu tragen, weil dann werde ich wieder angelangt. Der Rest ist halt eher so aggressiv und sowas. Aber sonst passt es halt nicht unbedingt. Frage nicht, mein Freund. Ich höre Bounce absolut kaum. Ich wurde gezwungen, mir ein Abo zu holen. Ich kann dir aber aus Insiderquellen sagen, demnächst ingehen? Kommt doch noch was anderes außer Musik. Ja, die Insiderquellen habe ich auch. Sehr gut. Und ich bin sowas von froh drüber. Ich sitz, glaube ich, direkt an der Insiderquelle. Ja, du sitzt ja gegenüber. Oder meinst du echt gegen? No, ich kenne denjenigen, dem der Inside gehört. Aber sagt man das so? Ich weiß. Ich freue mich drauf, weil das sind sehr, sehr schöne Informationen. Ich habe zumindest was Gescheites auf. Leider arbeite ich tatsächlich im Echtgame im Krankenhaus. Weiß ich nicht, also wir reden deswegen von dem Podcast. Deswegen wollte ich eigentlich nie beim MD bleiben. Nee. Okay, gut, dann ja. Ich dachte von Elektro. Weil es mich fertig macht, 13 Stunden am Tag im Krankenhaus zu arbeiten, dann in GTA online zu gehen, um dann im Krankenhaus zu arbeiten. Oh Gott. Deswegen versuche ich OPs und so alles immer raus aus dem Krankenhaus. Korn hab? No, aber ich kann dir versichern, das wird eine gute Show werden. Weil derjenige, der das macht, macht das sehr gut. Rebel Radio kenne ich auch, die zwei Mitarbeiter. Beziehungsweise die Mitarbeiterin und den Chef. Guck mal, Markus kennt doch auch jeden. Warum werde ich mal ist ja neu vergeben worden. Mhm. Wir gucken ein bisschen Aussicht. So. Mhm. Wenn ich jetzt eine Angeberin wäre, würde ich sagen, ich habe auch schon einen Sneak Peek hören dürfen. Ich auch. Ja. Ich meine nicht das. Ich meine noch andere Sachen. Ich habe alles gehört, was er bis jetzt produziert hat. Ihr könnt auch gerne beide in den Lurk gehen, das ist okay. Ich habe ja selber auch der Vorteil eines Immobilienmakler. Hopp, gib mir einen Sneak Peek, gibt's 1% aufs Haus. Pro Sneak Peek. Das ist übrigens auch der Herr, der es bevorzugt, im Büro zu schlafen und sich von mir nicht eine Wohnung geben lässt. Echt? Wie? Ich habe sogar extra zu Sean gesagt, pass auf, schließ mir eine Wohnung in Vinewood auf, mach da Interieur rein, dass wir die für $200 vermieten können, weil er sagt, er will halt auch, ne, er will in Vinewood wohnen, damit er es nicht so weit zum Sender hat. Aber er will auch nicht eben die $400 nur für ein Zimmer bezahlen, was ich auch verstehen kann. Mhm. Aber nur er will einfach noch ein paar Tage im Büro schlafen, bitte. Singe niemandem zu seinem Glück. Ja, solange es nur Mod Streit ist und kein Mod Streit. Nee, das ist für mich für die eher, hochklassigeren. Echt? Dann da darf ich dir die Preise von Rockport, Ententeich und Richmond sagen. Ich weiß genau, was da für Preise sind. Ich habe John schon gefragt. Fast siebenstellig. Echt? Aber auch noch fast. Normalerweise das Haus in dem. Normalerweise das Haus, in dem Navi und John leben, ist siebenstellig. Yeah, das ist ein Special-Preis gewesen. Finde ich gut. Das ist dieser Schwestern- und du heiratest bald Preis. Mm-mm. Das Haus stand ja vorher schon im Wienet mit dem Special-Preis. Ach so. Hm. Ach, das war das? Ja. Nicht schlecht. Ich will gar nicht wissen, für wie lange haben die das? Bis sie es abbezahlt haben? Ja. Hilfe, Nico. Hilfe. 30? Help. Send help. 32 SOS. Wochen. Ach du Heilige. Oh, jetzt hat er die Zahl gesagt, ich habe nicht hingehört. Perfekt. Oh mein Gott, perfekt. Okay. Oh, ich habe es tatsächlich nicht gehört. Bitte rate. Jetzt kannst du rechnen. Ich brauche nicht rechnen. Ich weiß, wie viel das schon sind. Nee, da kam ja noch eine Anzahlung hinzu. Ja, das alte Haus. Von dem alten Haus, genau. Was ja fast abbezahlt war. Ja, ja. So. Das muss ich auch noch auf Wienert stellen. Auch. So circa 20.000 bis 25.000 die Woche dürfen die schon zahlen, denke ich da mal. Mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist viel zu wenig. Zahlen die aber mehr als das Haus. Also 31, ungefähr 32 wären es, wenn die nichts angezahlt hätten. Könnt jetzt in die Verträge gucken, aber will ich nicht. Nee, lassen wir das. Das sind auch immer noch Firmengeheimnisse. Ja gut, hier sitzen zwei Mitarbeiter und zwei beste Freunde. Also entweder sagen sie es euch... Naja, und die Sache ist, er ist der Chef. Er entscheidet immer noch, was Firmengeheimnis ist und was nicht. Ja, okay, wenn er entscheidet, es dir mitzuteilen, dann ist das seine Entscheidung. Er ist der Chef. Das ist sein Laden. Touché, da habe ich nichts mitzuentscheiden. Tschüss.
Da bin ich ja mit meinem Haus für 141. Weil ich für auch immer. Ja, naja. Fühle ich mich hier irgendwie schon schlecht. Ach, warum? Na, wieso? Wenn es dir gefällt und du dich doch wohlfühlst, ist doch scheiße, ja, was das Ding gekostet hat. Ist doch im Endeffekt, ist es auch nur Stein und Beton. Ja. Irgendwann verkaufen wir Harry auch noch ein Haus. Hast du jetzt gerade gestottert beim Namen? Oh mein Gott. Ja, sorry. Der Alkohol. Der Alkohol. Ey, der Brandy ist übel. Davon muss man sich mal so eine Kiste kaufen, Alter. Musst du Lonnies fragen. Hey, ja. Du, Lonny, Kiste Brandy, wie viel? Mit dem Sonder-AMG-Rabatt. Nee, aber irgendwann verkaufen wir da auch noch ein Haus. Ich glaube, ich brauche keins, danke. Sicher? Ja. Yeah. Warum nicht? Also, ganz ehrlich, ich brauche nicht so viel Platz. Hm. Ich brauche ein Bett, wo ich schlafen kann, damit ich dann morgens aufstehen kann und arbeiten gehen kann, um abends wieder ins Bett zu fallen. Ja, gut, das ist auch wahr. Ja. Eine Einzimmerwohnung kaufen. Ich glaube, so teuer sind die nicht. Also, wenn du es jetzt nicht auf irgendwo im Penthouse haben willst. Ja. Eine Einzimmerwohnung im Penthouse? Uff. Und ich Max, mein Haus was genau an? Auch nur ein Bett zum Schlafen, hast du jetzt nicht verstanden. Alles. Ne, ich merke das schon. Ja, dann mach's doch wie, heißt der Marc. Und spar auf dem Wohnmobil. Ja, weil ich so gut Auto fahre. Muss es ja nicht fahren. Ne, der geht ja nicht ins Auto fahren. Du fragst jemanden, ob es da wohin fährt. Ja. So, dann fährst du es da ab und dann hast du dann immer überall. Hast du deinen Roller zum Hin und Her taxieren? Ja, mach. Warum fährst du eigentlich nicht Auto? Das ist eine private Geschichte. Ah, okay. Ich weiß, warum Nami kein Auto fährt. Das ist auch gut so. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, sagen wir mal so, sie ist 5-mal durch eine Prüfung gefallen. Oh. Okay. Oh. Und wie man das schafft, weiß ich auch nicht. Gut, ich habe meinen Autoführerschein gekauft. Ja, gut. Als hätte jemand gefehlt, der gesagt hat, ich hab im Lotto gewonnen. Das wäre vielleicht sogar noch billiger geworden. Ja. Was hast du bitte für deinen Führerschein bezahlt? Nicht viel, 2,5. Ah, okay, geht noch. Lotto wäre es halt was auch immer. Wie viel kostet so ein Lotto los? Keine Ahnung. Dollar? Muss ich die Dealer fragen? Dann machst du die so frei, sie haben einen Führerschein gewonnen. Er ist versteckt. Muss ich mal die Cops fragen. Die wissen es auf jeden Fall. Wer kennt's nicht? Die Führerschein aus dem Rubbellos. Wer kennt's nicht? Ah. 60% der Arbeit, die wir haben, sind Cops. Wundert das mich nicht. Das ist untertrieben. Ich auch nicht. Ich glaube, 80% haben wirklich den Führerschein im Lotto gewonnen. Kein Kommentar. 100, okay. Also ich hatte mal auch einen schweren Autounfall, das ist aber schon Jahre her, das war noch als Staatsanwaltszeit. Da wurde mir von einem Detective die Vorfahrt genommen. Ich bin mit 150 auf ihn hinten raufgefahren und bin durch die Frontscheibe geflogen. Und am Ende hieß es so, ja, war ja nichts. Ich denke so, was? Ich hoffe, dann meinte ich so, Sie wissen aber, wie Sie gerade reden. Er so, nee. So, mit dem Staatsanwalt. Was haben Sie gerade gesagt? Das war nichts? Dann sehen wir uns nochmal wieder. Einmal bitte Ihre Dienstnummer. Die kannte ich schon. Der ist stadtbekannt dafür, dass er nicht Auto fahren kann. Ich hab noch keinen einzigen Unfall hier. Und stolz drauf. Also, mir wurde zweimal reingefahren. Tatsächlich mir noch nicht. Und ich weiß, einen Mitarbeiter, der hat mal so eine Engine von ganz nah gesehen. Ja, das weiß ich auch. Meinst. So von ganz, ganz nah. Er hat sich vielleicht auch ein paar Mal gedreht, weiß ich nicht.
Also ich habe schon mit einem Engine du mal Auto ein PD-Auto und einen Frontalstoß gehabt und die Engine hat sich keinen Zentimeter bewegt. Die sind 40 Meter zwischen zwei Teigensäulen gelandet und ja, Bullencurling. Das war auch lustig. Denen ging es aber relativ gut für das, dass die 30, 40 Meter durch die Luft geflogen sind und zwischen zwei Tanksäulen gelandet sind. Ja. Und auf einmal alle Rambo oder sowas, keine Ahnung. Ja, was fahren die auch auf unsere Spur? Wir sind halt wirklich frontal zusammengestoßen, weil die auf unserer Spur waren. Ohne Blaulicht. So. Was geht denn den zwei Damen durch den Kopf? Die sind so ruhig. Der Weitschuh von gestern Abend noch. Okay, das ist eine gute auffrischen. Antwort. Das ist eine gute Antwort. Ja, dann geht er nicht mehr nur noch gestern Abend. Nur über meine Leiche. Das können wir auch organisieren. Na, das hast du jetzt gesagt. Dann auch zum Krankenhaus einen Defi holen. Dann machen wir kurz eine Leiche draus und holen wir sie wieder. Dann gibt's ein Baiju. Ja, ich muss von die Grenze ziehen. Angebot abgelehnt. Was ist los, Harry? Alles gut? Dein Kopf rotiert doch schon wieder, ich sehe das doch. Ja, der Kopf macht you spin my head right round, like a record, baby. Bin verwundert, dass sie sich jetzt nicht im Kreis dreht. Ja, wir müssen hier aufstehen. Das ist schlecht jetzt, ne? Aufstehen. Mhm. Ja, war schon wieder echt ein schlechter Kommentar von Markus. Hm? Geht das bei ihr so arg oder was noch nach dem Champagner hinterher? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr Alkohol gebe, fängt sie noch mehr an zu lernen, dann dreht sie noch mehr. Ja, was hast denn du noch so Schönes? Ich habe drin noch. Brandy für sie? Nee, ich hatte nur einen leider. Aber ich habe noch so einen Moonshine. Da dreht sich auf jeden Fall alles. Ja, das ist auch eine Option. Nein. Bitte füllt mich nicht weiter ab. Hat schon auf Durchlass eingestellt. Ein bisschen. So im Gedanken versunken. Ich glaube, es wird langsam zu einem Vier-Augen-Gespräch, Alter. Ja, ich glaube auch. Oh, ihr macht das sehr gut. Ist wie ein Podcast. Ja. Ja, das ist gerade ein bisschen. Dafür sind wir da. Also, mich nennt man schon ja, das MD-Radio. Mach einfach das nächste so ein True Crime Podcast und erzählen mal unsere dunkle Seite. Jo. Naja, könnt ihr ja sicherlich bei Rebel Radio machen. Er freut sich, wenn er Content kriegt. Oh, dann werde ich aber sehr, sehr schnell meinen Job los. Ja, ich auch. Okay, vielleicht solltet ihr dann keinen True Crime machen oder irgendwas anderes. Nee, ganzes Krankenhaus ausgeräumt, ja. Moment, was? Mhm. Ja, man war mal medikamentensüchtig. Mhm. Danach 3 Wochen im Urlaub. Mhm. Sehr spannend, Markus. Sehr spannend. Ja, und ich habe noch so ein paar Geschichten aus Rio. Aber das sind noch die etwas harmloseren. Ich habe keine harmlosen Geschichten aus Rio. Ja, ich meine bei mir. Na gut, ja. Also bei mir die harmloseste aus meiner alten Staatsanwaltszeit ist, dass man mich versucht hat hinzurichten. Ja. Sympathisch. Und das ist das Kleinste, was passiert ist. Das Kleinste. Ja. Dann müsste ja das Große in Richtung gehen, dass die Hinrichtung geklappt hat, aber du sitzt ziemlich lebendig hier. Ja. Immer noch Engel. Ein Zombie? Auch. Warte, lass mal kurz gucken. Ist er ein Frankenstein? Ich hol mal kurz eine 9-Volt-Batterie. Eine 12-Volt-Batterie. Das heißt Frankensteins Monster. Der 9-Volt-Block. Der Doktor heißt Frankenstein. Ich formuliere das um, das harmlos, was mir passiert ist. Nicht jemand anders. Also was mir angetan wurde. So rum. Es gibt noch so Sachen, die finde ich schlimmer als das. Als was hingerichtet zu werden. Ja. Das sind meistens die, naja,
langweiligen Geschichten. Die schlimmsten sind, wenn man eingepackt wird und eine Woche lang oder irgendwo im Keller liegt. Okay, jetzt wird's wieder spannend. Das muss ich sagen, finde ich schlimmer, als wenn man eingepackt wird und in eine Knarre ins Gesicht guckt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das ernst meinen oder ob wir schon beim Trugreim-Podcast sind. Nee. Beides. Das ist mein Ernst. Wenn du in eine Knarre guckst, weißt du, okay, entweder ist es gleich aus, war schnell. Oder du hast Glück und überlebst. Ja. Mensch, hier sind richtig positive Themen gerade, der Wahnsinn. Und wenn du den ersten Tag in einem Keller irgendwo landest, ist ein richtig positiver Tag, bitte. Weißt du nicht, wann du aus diesem Keller rauskommst und ob du überhaupt aus diesem Keller rauskommst und wie lange die Scheiße dauert. Und die positiven Themen gehen weiter, der Wahnsinn. Ich habe damit nicht weitergemacht, das war Markus. Ja, wenn man mich schon innerhalb von einem Satz unterbricht, rede ich zu Ende. Ja, okay, das war. Naja, aber vielleicht habe ich dich mit Absicht unterbrochen in diesem Satz, weil wir sind ja nicht hier, um über solche negativen Dinge zu sprechen, oder? Gerne. Ansichtssache. Nee, ich bin eigentlich seid ihr hier, damit ich euch diese negative Scheiße austreibe. Ja, eigentlich schon. Das war der eigentliche Plan. Noch nicht so, wo ist ich muss, glaube ich, muss mal gucken, ob ich noch so ein Kreuz habe und Weihwasser. Das ist bei mir nichts mehr. Ich komme trotzdem in die Hölle. Willst du meine Dämonen ausjagen? Darüber reden wir nicht mal mehr. Also, wenn du glaub, Platz Dämonen in der Hölle haben uns alle Dämonen irgendwann verdient. Ich mag sie auch. Da muss er sich ziemlich weit hinten anstellen. Da gibt es ein paar schon, die, naja. Anspruch vorher erhoben haben. Auf was? Auf meine Dämonen. Satan höchstpersönlich hat auf die, naja. Nico, ich guck dann einfach Anspruch immer meine Followerliste, wer noch online ist. Um die Uhrzeit ja meistens nicht mehr so viel. Ich hab ihn zur Hölle geschickt, wo er herkommt. Ja. Oh Mann. Hast du schon mal was mit E-Skate zu tun gehabt, Dominik? Ja, der Name sagt mir irgendwas. Kommt er jetzt auf E-Skate, Alter? Das ist ein sehr, sehr, sehr heute. Was hat er? Echt? Was? Was hat er? Wie? Oh. Was hat er? Ich habe festgestellt, das ist ein Zeitgenosse, der ganz witzig ist, ja, aber auch nur so für 20 Minuten. Ja, der kann. Und dann wird er anstrengend. Der wird ziemlich schnell, also ziemlich. Ich glaube, ich habe E-Skate mal im Galaxy gesehen, wo er dann im Galaxy rumgeschrien hat, wo die ganzen Single-Frauen sind. Ja, das hört sich nach ihm an. Nee, nur wenn keiner mehr da ist. Sigi, nur wenn keiner mehr da ist. Der Zeitgenosse ist, gut, dass wir mal irgendwie 2 Stunden mit E-Skate verbunden haben. Ja, ich finde ihn auch sympathisch. Ich glaube, ich habe mir ein Boot mit ihm gekauft. Ein Boot? Du hast dir mit ihm ein Boot gekauft? Ich glaube, ich habe mir ein scheiß Boot mit ihm gekauft, ja. Wie hast du das denn gemacht? Er hat heute zumindest davon geredet, dass er ein Boot hat. Ja, ich glaube, das gehört mir zur Hälfte. Ein Schlauchboot. Ja, genau, so ein Dingi. Wie kam es denn dazu? Ach, lange Geschichte. Ja, wir haben Zeit. Verzeihung. Aber ich gehe mir was überziehen. Ja, mir passieren. Mach das. Mir passieren viele lustige Dinge. Na, dann lass uns mal diese vielen lustigen Dinge Zeit haben. Ich habe dir ja schon Sneak Peeks gegeben, Dominik, hier, an dem Tag, wo wir ein bisschen gequatscht haben. Ja. Und ich mich netterweise an dein Auto legen durfte. Ach, kein Problem. Das Problem ist, wir haben hier nur Deep Talk. Ja, davon hat er uns erzählt. Also pack mal jetzt aus eine davon. Was? Also die Geschichte mit E-Skate, ja? Ja. Okay, pass auf. Irgendwie, ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, aber irgendwie dachte E-Skate, es ist eine gute Idee, mich komplett besoffen anzurufen. Also wirklich komplett strunzenstramm. Naja, da hat es ein bisschen mein Helfer-Syndrom gekickt und ich dachte mir, okay, bevor irgendwas Komisches anstellt, gucke ich mal lieber nach ihm. Dann war es erstmal eine komplette Irrfahrt, ihn zu finden, weil er nicht genau wusste, wo er war. Er hat mir nur irgendwelche komischen Sachen gesagt, wie, hier steht so ein Baum und so eine Bank, ich glaube, ich stehe an der Straße und so. Ja, war ein bisschen schwierig. Ja, was haben wir denn eigentlich alles gemacht? Also erstmal musste ich seine Kollegen von ihm loseisen, die da Streife gefahren sind und ihn besoffen gefunden haben. Dann hat er $4,000 abgehoben, hat sie an einem Automaten verspielt, hat natürlich nichts gewonnen. Dann hat er mir ein Fahrrad gekauft, weil er es geschafft hat, das Fahrrad, das ich ihm geliehen habe, sich klauen zu lassen. was haben wir dann noch gemacht?
Ach ja, und als wir dann weiter unterwegs waren, kam er plötzlich auf die Idee, dass er schon immer mal ein Boot haben wollte. Und irgendwie hat er es geschafft, dass wir zum Hafen gefahren sind und dass ich so ein scheiß Boot gekauft habe. Oh wow. Ja. Kann eigentlich nur eins heißen, wenn ein Kerl eine Frau stürzbesoffen anruft, aber ja. Ja, ja, eigentlich schon. Ja. Und naja, dann... Oh Gott, Markus, ey, die Geschichte musst du dir eigentlich noch von Connors Seite anhören. Was? Naja, da war eigentlich, als Eastgate mich angerufen hat, gerade auf dem Weg zu Connor, zum Angeln. Und naja, ich rufe mich eine Stunde später an und sage, Harry, jetzt ist irgendwas passiert, du bist immer noch nicht da. Ich so, ich sitze vielleicht gerade mit einem Police Officer auf dem Boot. Der ziemlich dicht ist. Ja, genau, und versuche nicht zu sterben, so nach dem Motto. Und dann haben wir Connor noch abgeholt mit Cody. Die dachten, ich verarsche sie. Und ja, dann ist uns der Sprit noch fast auch mitten auf dem Meer ausgegangen, weil Eastgate nicht drauf beachtet hat, natürlich. Ja, war spannend. Ich dachte echt, ich muss von fucking Sandy Shores nach Hause laufen. Hat der einen Bootsführerschein? Natürlich nicht. Das als Officer. Natürlich nicht. Hast du einen Bootsführerschein? Ist auch teuer, natürlich nicht, bin auch nicht gefahren. Der Bootsführerschein ist teuer, ne? 5.000 kostet der. Ja, da weiß ich, warum er ihn nicht hat. Verspielt er alles. Ja, so kam ich an ein halbes Dingy mit Eastgate hier. Das ist ein halbes Dingy, und wo ist das andere? Oh halbe, mein Gott. Nein, das andere halbe gehört halt ihm. Oh, das heißt, du hockst dich nur auf die rechte Seite und deine Begleitung und er auch auf die linke? Genau, wir müssen das immer zusammen nutzen, Markus, genau. Das heißt das. Nicht, ja, dass wir irgendwie zwei Schlüssel haben und. Ja, du das kannst es ohne Papiere nicht auspacken. Ja. Ja, das ist jetzt ja doch weh. Ach, hast du die Papiere? Naja, natürlich hab ich die Papiere. Ja, gut. Das Problem habe ich nämlich mit dem Izzy gehabt mit Leonora. Ich habe ihr einen Schlüssel gegeben, sie hat es nicht geschafft. Also verstehe. Hat sie jetzt, ja, mein Izzy komplett bekommen. Mein, verstehe. Meine lila, lachs-lila Knutschkugel. Ach so. du kennst doch die Verunstaltung von John. Ja, kenne ich. Apropos Verunstaltung, ne? Wir waren von, als du angerufen hast wegen John, waren wir bei Tyler, um mein neues Auto zu ziehen. Ja, tut mir leid. Und da steht jetzt noch halb fertig da rum und das muss ich morgen weitermachen mit dir. Tut mir leid, ich habe dann einfach einen Sturm angerufen, weil ja, bei sowas ist mir egal, da rufe ich Nami sofort an. Ja, sobald ich ihn habe, nicht bevor ich ihn im Krankenwagen habe, weil das nützt nichts, dann steht die im Krankenhaus und macht alle Ärztekehre. Aber sobald er auf dem Weg zurück ist, ja, kümmere ich mich drum. Ich hatte Tyan das schon dreimal angerufen, so. Kommst du heute noch? Nein. Kommst du heute noch? Nein. Kommst du heute noch? Nein. Wie oft noch? Wenn ihr mich noch einmal anruft, gibt's 50% Rabatt. So musst du es denn nachdrücken. Nein. Oh Mann. Ja, habe ich gestern, glaube ich, gemacht, Nico. War's gestern? Ich glaube, ja. Müde. Bonjour, Madame. Ja, du, mein Wecker sagt um 6 und verpiss dich. Ja, dann geh ins Bett, wenn du so. Bin ich müde, das ist das Problem. Ich bin um 3 aufgewacht. Das ist schlecht. Naja, aber man kann sich auch ins Bett legen, ohne direkt zu schlafen und trotzdem den Körper ausruhen. Nennen wir es mal, es passiert schon halt. Ich möchte Harry nicht voll. Ach du, die ist es gewohnt. Ja, aber ja, das heißt trotzdem nicht, dass es nicht voll nett ist, wenn er das tut, Marcus. Bestimmt zu 20. im Scheiß drauf, wenn sie daneben ist. Ach du, ich hab meine Zigarette von Nami unterdrückt, die mir die aus der Hand gerissen hätte, wenn ich sie an mir angezündet hätte. Es war gerade übel. Ich glaube nämlich, Dominik, das wäre so passiert, dass wenn ich sie mir angezündet hätte, sie es mir aus der Wand gerissen hätte, Dominik. Ja, wahrscheinlich. Machen wir mal lieber nicht. Okay, ist so beruhigend, Alter. Ja, dafür ist sie auch da. Ach ja, stimmt, die ganze Boombox läuft ja die ganze Zeit. Schon wieder ganz vergessen.
voll angenehme Beats. Darauf soll mal jemand einen Text machen. Ist mit der BPM-Anzahl richtig schwer. Muss ja nichts Schnelles sein. Kennt sich leider mit Musik aus, Sandy. Muss ja kein Ich fick deine Mutter Arzi-Rap sein. Gab's nicht, welches Lied war das denn gleich noch, wo es dann um Tanten ging? Könnte man sich zumindest mehr von Bounce geben als nicht nur, um die Mutter. Ja. Irgendwie Ich fick deine Tanten oder so. Ein paar wenige Sachen. Hast du eigentlich Chips-Kreation gehört? Nee. Altenheim, Alter, das ist... Altenheim? Eine Nummer für sich, ja, ja. Alter, das ist wirklich eine Nummer für sich. Ach du Scheiße. So, Harry, soll ich dich dann noch nach Hause fahren oder schläfst du hier? Na, ich schlaf hier. Wenn ich darf. Ja, natürlich. Du musst mir nur sagen, wann du aufstehst, dann kann ich dich auch zur Arbeit fahren. Also ich hatte bisher noch nie ein Problem, irgendwo hinzukommen. Weil ich verlege meinen Roller quasi durchgeht. Ich ja mir gut, ich kann dir sagen, die nächste Garage ist ein bisschen weit. Ja, das macht nichts. Ich habe mir mittlerweile sogar einen Ersatzroller zugelegt, ich weiß auch nicht mehr, wo der steht. Keine Ahnung. Ein Fahrrad? Ja, das ist natürlich am Strand in der Garage. Nein, Didi. Ja, da steht's gut, ne? Also. Dann halt. Nee, nicht raten, nicht mich. Mal die fünf im Hoppelhäschen sagen. ups, ich hab mich mit dem Datum vertan. Ja, dann einfach so ein Taxi. Ich fand's lustig, als hallo, wir gestern Raid, kurz ne? Zum MD gefahren sind. Ich rufe das Taxi an. Ja, also einmal bitte von Hoppelhäschen nach MD. Drei ja, Stunden. Klar, wir sind schon unterwegs. Ungefähr seit 3 Stunden ins Bett zu gehen. Kommt er mit der Limo angefahren. Oh. Okay, wir haben schon mal festgestellt, wir schlafen auf jeden Fall heute. Ja, das Codewort ist Bob gekommen, also der Chef vom Downtown Clip. Es ist wunderbar. Weil wenn ich später anfange, komme ich auch später nach Hause. Erstaunlicherweise. Muss mal kurz gucken. Was genau ich finde. Du musst mir dann noch ein Datum sagen, ne? Wann ich eure organisieren soll. Ja, das ist nicht vor Dezember. Das Haus wird erstmal teilweise abgezahlt, so zumindest zu 60%. Und da will ich mir zumindest jetzt noch ein bisschen Zeit lassen, weil, ja, ist nicht gerade billig. Uff. Boah, eigentlich gar nicht. Was hast du für die Getränke ausgegeben, wenn ich fragen darf? Du willst nicht wissen, was ich für den Abend geblecht habe. Eigentlich gar nicht. Du willst auch nicht wissen, weil ich weiß, wie viel du dem DJ zugesteckt hast. Das ist schlecht. Dann sehen wir gar nicht, was aus John wird. Ja, das hat aber seine Gründe, weil der war super kurzfristig, der DJ. Ey, der ist super cool. Nur 2 Stunden oder so da. Kurzfristig so drauf. Nell ist aktuell am Rust-Stream, da wo ich eigentlich herkomme. Und also, ich würde so gerne wieder reinschauen, aber ich schaffe es einfach nicht. Wir werden 2 haben. Ich wollte eigentlich nur John haben. Auf einmal, ja. Ja, seine Frau ist halt meine hallo, beste natürlich, Freundin. Hallo natürlich, hallo Rose, hallo Rick. Ich hab's ihr vielleicht vergessen mitzuteilen, hallo, dass ja, ich verlobt bin. Und dann 3 Tage später anruft und sagt, wie, du bist verlobt. Wie, ich bin nicht deine Trauzeuge. Boah, ich kann morgen maximal 2 Stunden. Dann reiß ich dir höchstpersönlich die Eier ab. In der Zeit werden wir nur versuchen rauszufinden, was jetzt mit ja, John jetzt ist. Ja, jetzt haben wir 2. Also pro Kopf. Insgesamt 4. Oh, wow. Ich wurde noch nicht gefragt, ob ich die Trauzeug von Leonora sein möchte. Dass ich sicher, dass also, was habe ich für die Getränke bezahlt? Ich will nicht schon wieder Trauzeuge machen, das war viel zu stressig. 23? Oh, leck mich. Echt. Oh Gott. 23 ist das Doppelte von dem, was ich aktuell habe. Warte, da mach Kopf. Doch, wenn ich es neuerdings auch Wedding Planner bezahlt, die Hochzeit selbst. Halt wenn ich heute so den Darfschein nicht mehr habe, Dominik, aber auf die Hochzeit lädst du mich doch nicht ein. Warum? Und sagen wir mal so, ich habe in Caroline war meine Begleitung und ich habe sie, glaube ich, den ersten Dreiviertelabend sitzen lassen, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Sachen, und sagen wir 90% des Abends.
Das ist gelogen. No. Doch. No. No. Willst du jetzt mit mir streiten? Willst du wirklich mit einer Französin, die im Mittelmeer groß geworden ist, streiten? Oui. Warum nicht? Ich komme aus Brasilien. Oh, du verlierst, glaub mir. Ah, das werden wir sehen, ob ich verliere. Ich wollte gerade sagen, er hat immer noch die Trumpfkarte. Die wäre? Arbeitslos. Nee, die Trumpfkarte spielt bei sowas nicht. Okay, dann. Ja, damit nichts zu tun. Dann, Weil warum sollte ich sie rausschmeißen, nur weil wir uns jetzt über was streiten, was mit der Arbeit nichts zu tun hatte? Du, das war ein Scherz. Aber zum Streiten gehören ja auch immer zwei, also wenn ich einfach nicht mitstreite, Punkt. Aber ich weiß, ich war das letzte. Kevin ist eine jetzt die Hälfte Frau. Des letzten Abends bei dir. Punkt. Ja, gut, ich war die Hälfte, des, drei Viertel des. 80% des letzten Abends, ja, alleine irgendwo am Durchdrehen. Ja, das war's. Wo warst du eigentlich den ganzen Abend, Harry? Ach. Ich hab dich immer nur rumrennen sehen. Ja, mal hier, mal da. Ja, die hat mir kurzzeitig Gesellschaft geleistet, war die im Becken verschwunden und da wurde sie abgefüllt von irgendjemandem. Ja, irgendjemand namens John, richtig. Ich glaube, ich habe noch mitgekriegt, dass du hinten an der Bar, glaube ich, irgendwas vorgesungen hast. Ja, auch das habe ich gemacht, ja. Ach, du kennst die Elfenpower noch nicht? Was, die Elfenpower? Oh Gott, nein, Markus. Frag mal John nach seinem Hochzeitsgeschenk. Ja, frag mal John nach seinem Hochzeitsgeschenk. Was holt sie jetzt? Was ist los? Nix. Ich wollte eigentlich beleidigt gehen. Geht's ins Bett, Mann. Wenn Markus jetzt wieder anfängt mit Frag mal John nach seinem Hochzeitsgeschenk. John liegt gerade im Krankenhaus im künstlichen Koma, Alter. Geh jetzt. Nacht. Markus hat immer so unpassende Sprüche. Das ist perfekt. Er spielt da sehr, sehr gut. Noch offen? Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank ist noch offen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis sie sich wundern, ob ich wiederkomme. Da ist das Sofa. Perfekt. Ja, das wird jetzt. Oh Gott, das ist ja noch. Oh Gott, das ist ja noch schmaler. Das wird jetzt schwierig. Oh Gott. Auf sowas hinlegen ist nicht so einfach, wie es aussieht. Alles gut? Du musst dich mal kurz entspannen. Dann funktioniert das. Jetzt sowas gefährlich. Ja. Ist es. Witzig hinlegen? Ja. Markus macht einen ungünstigen Spruch nach dem nächsten. Ja, ich weiß. Komm mal mit! Hier, du kannst mein Bett nehmen. Bitteschön. Tob dich aus. Schlaf gut. Nun! Klar! Lass uns nicht zweimal sagen. Wir könnten nett sein und uns jetzt auf dieses Sofa legen. Könnten nett sein. Oh Gott, das ist auch so schmal. Ach, leck mich am Arsch. Da kann man sich nicht. Da kann sich hier nicht hinlegen. Das ist viel zu schmal. So, ich guck schon mal, wer noch da ist. Oh Gott. E-Skate ist ja wirklich noch da. Oh Gott. Ja, dann wird es wohl E-Skate werden. Ich neu, was verpasst. Nein.
Herr Chippers. Ja gut, da mussten wir leider wegdrücken. So mitten in der OP konnte ich jetzt nicht, ja. Nicht so weit. Beruhige dich. Nein. Ja, 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 ja. So. Natürlich mitten rein. Perfekt. So, ready, raid. Wir schaffen es wieder mal erfolgreich, die zweite Nacht in Folge nicht bei Marcus in der WG quasi zu pennen. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Bin sehr gespannt. Tatsächlich. Wie heißt er denn gleich? Leute, ich muss echt ins Bett. Ich wollte, wie gesagt, vor, na, mittlerweile sind es 3 Stunden ins Bett. Wird Zeit. Vielen lieben Dank für dein Raid nochmal, Nell, aber ich muss seine Leute leider weiterschicken. Es tut mir echt leid. Tut mir leid, tut mir leid. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ich schicke euch zu Malcolm Eastgate, von dem habt ihr gerade gehört, als wenn ihr bei draußen bei der Geschichte zugehört habt. Guck mal, ich fange wirklich an zu leiden, weil ich so müde bin. Dann habt ihr so ein bisschen schon die Geschichte von Eastgate und uns gehört. Finde ich sehr, sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß bei ihm. Lasst liebe Grüße da und guckt mal, was er heute wieder anstellt. Mich hat er heute noch nicht angerufen. Das ist schon mal was. Eastgate! Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen habe ich ganz kurz Zeit, um zu gucken, wie es John geht. Aber das war's dann wahrscheinlich leider auch. Gute Nacht. Vielen Dank noch an Siggi, dass du noch durchgehalten hast. Oh, Prisma ist auch noch da. So halb zumindest. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Und ciao, ihr Lieben. Lasst liebe Grüße da.